Schau, was ist dieses Bedürfnis nach Liebe in einem Menschen? Andauernd strebt ein Mensch danach, etwas mehr zu sein, als was er im Augenblick ist. Die Sache ist, du möchtest etwas einbeziehen, das kein Teil von dir ist. Das ist die ganze Mühe. Wenn es gefühlsmäßig geschieht, auf der Gefühlsebene, wenn du es versuchst, nennen wir das eine Liebesbeziehung. Du versuchst jemanden, der kein Teil von dir ist, zu einem Teil von dir zu machen. Gefühlsmäßig ist das eine Liebesbeziehung. Wenn du es bewusst machst, nennen wir das Yoga. Yoga bedeutet Einheit. Liebe ist keine Beziehung. Liebe ist eine gewisse Süße deines Gefühls. Ob du einen Baum ansiehst, oder einen Hund, oder einen Mann, oder eine Frau, oder ein Kind, oder nur den Himmel. Warum kannst du ihn nicht liebevoll ansehen? Weil es nicht darum geht, den Himmel zu lieben. Es geht um die Süße deines Gefühls. Wenn du willens bist, kannst du zur Liebe werden. Du kannst dein Gefühl zu einem sehr süßen Platz machen. Liebe ist nicht etwas, das du tust. Es ist etwas, zu dem du werden kannst.